Wie kam es eigentlich, dass du dich dann intensiv so mit dem Thema Western auf einmal auseinandergesetzt hast? Ja, das hat sich so entwickelt. Also ich habe ja früher meine Heroes-Bilder gemalt und das waren so Bilder von nach alten Schwarz-Weiß-Bildern von Generälen, von irgendwelchen Staatsoberhäuptern und irgendwann mal bin ich dann quasi gewandert und bin dann bei anderen männlichen Stereotypen gelandet und das waren eben so Marlboro-Männer. Und von da war der Schritt zu den Cowboys ja nicht mehr weit. Mhm. Und da hatte ich so quasi die ganze Themenlandschaft der rauchenden Männer und so weiter mit Cowboyhüten und so, da war ich plötzlich mittendrin und fand es einfach malerisch auch unglaublich spannend, weil es ja auch so ein Pop-Thema ist, das ich ja so schön irgendwie nehmen kann und nochmal so neu zusammenfügen kann, also brechen und neu zusammenfügen, das finde ich immer einen sehr spannenden Vorgang. Mhm. Und welchen Stellenwert nimmt dann das Motiv in deinen Arbeiten ein? Ja, also es ist ich würde mal sagen, es ist nicht unwichtig, aber ich finde, ein gutes Bild muss immer so eine schöne Einheit bilden aus dem Motiv und der Malerei. Die Skulpturen sind ja im Grunde wie so Collagen eigentlich zusammengesetzt, oder? Ja, genau. Und das war auch der Grund, warum ich die überhaupt gemacht habe, weil die eben ja so dieses Moment des Fragmenthaften haben. Und weil, wie du siehst hier, also ich habe die ja aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt, also aus zerbrochenen Porzellan, aus irgendwelchen Faschingsutensilien, Glasaugen und so weiter, ist hier alles verarbeitet. Und das habe ich eben zu diesem Kopf zusammengefügt. Ne? Dabei war es mir sehr wichtig, dass sowas ganz Organisches herauskommt. Also dass quasi, obwohl das ja eigentlich hier zum Beispiel der Zigarettenrauch ist, dass das, wenn man von Weitem guckt, könnte es auch irgendwie eine merkwürdige Unterwasserpflanze oder sowas sein. Und das finde ich ganz lustig, immer wenn solche Querbezüge plötzlich entstehen. Also, und ähnlich bin ich ja auch bei den Bildern vorgegangen. Du hast ja Passagen, die sind sehr figürlich, also du erkennst tatsächlich eine Nase, einen Mund, einen Schnurrbart. Aber es gibt, die wechseln sich eben ab mit Passagen, die völlig abstrakt sind, also die für sich stehen und ja eine eigene Geometrie haben. Und das wollte ich eben zusammenführen, also diese beiden Bereiche und das, was ich eben schon vorhin sagte, dass daraus dann eben etwas Neues entsteht. War eigentlich diese Hinwendung zu der stärkeren Abstraktion für dich auch so eine Art Befreiungsschlag für die Malerei? Also es war ja so, dass ich früher in meinen Bildern immer Frauen und Mädchen gemalt habe, fast ausschließlich. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi mit meinen Heroes und mit meinen Westernhelden angefangen habe, wurde ich dann plötzlich abstrakt. Also irgendwie, es scheint da eine Verbindung zu geben. Sie erzählte mir, dass sie früher vor allem Frauenkörper malte. Dabei gelang sie an einen Punkt, an dem sie nicht weiterkam. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto fiel in ihre Hände, auf dem ein General abgebildet war. Sie malte zuerst ihn und dann noch weitere Männer. Durch diesen Geschlechterwechsel löste sich der Knoten. Justine Ottos Arbeiten wurden freier und abstrakter. Dass dieser Weg in die Abstraktion nicht von den Frauenkörpern ermöglicht wurde, löste bei mir einige Nachfragen aus. Im Gespräch mit der Künstlerin überlegten wir, dass es vielleicht an der Distanz lag, an der Außenperspektive, die sie jetzt einnehmen konnte. Als Frau steckte sie bei den Frauenkörpern eben immer auch mit drin. Bei den Männern war sie unbefangener. Der neue Abstand, das neue Betrachten, das eben Außenstehende gab ihr den Freiraum zur Verfremdung. So wie Gott, der etwas Neues aus Leben schuf, merkte sie lachend an. Gott sei Dank also. Verdanken wir doch sämtliche hier ausgestellten Werke diesem Wendepunkt in ihrem Schaffen. Deutlich wird jedoch immer, dass bei Justine Otto die Malerei an erster Stelle steht. Wichtiger als das Motiv, wichtiger als eine vielleicht erkennbare assoziative Situation oder als mögliche Geschichten sind immer die malerischen Entscheidungen. Die Komposition, die Farbpalette, die Pinselführung, die Dramaturgie, die durch den ständigen Wechsel zwischen
zwischen figürlich und abstrakt entsteht, sowie die Lichtführung und malerische Behandlung der einzelnen Flächen. Verlassen wir einmal kurz das Terrain der Malerei und sehen wir uns ihre Skulpturen an. Rauchen tun sie nämlich auch. Wir entdecken verwachsene Cowboy-Köpfe, sie könnten aus einem Kuriositätenkabinett stammen. Ein anderer Kopf ist an einem schlangenähnlichen Körper gewachsen, dessen schlangenähnlichen Arme ein Seil oder ein Lasso reichen. An den Skulpturen merkt man am direktesten Ottos spielerische Ebene. Der Kopf erinnert auch an einen Clownskopf, der in einer langen Sprungfeder befestigt aus einer Box hüpfen könnte. Oder an eine ausgeleierte Handpuppe. So gruselig sich einige Beschreibungen der doppelten Gesichter anhören können, so brutal der schonungslose Umgang mit dem Körper auf den ersten Blick auch sein mag. Umso deutlicher ist auch, dass es nie darum geht, wahre Brutalität oder wahre Gewalt gegen den Körper darzustellen. Dafür gibt es zu viel rosa, zu viel lilafarbener Schimmer, zu viel malerische Freude an der Abstraktion und eben auch zu viel spielerische Dekonstruktion der Konstruktion zugute. Das Spielzeugartige der Skulpturen findet sich also auch in den Gemälden wieder. Und zwar in dem Sinne, dass die Freude an der surrealen Erfindung von Formen und Kompositionen im Vordergrund steht. Die Landschaft ist unscharf, so als ob sie an einem vorbeirast. Nur die Tierkörper tragen klare Konturen, jedoch sind auch diese gestisch und schwungvoll gemalt. Sie verlaufen sich nach innen. Muskeln, Sehnen, organische Formen und malerische Abstraktion verschmelzen hier. Jedoch bleiben die Tiere im Gegensatz zu vielen anderen Sub- und Objekten ein Motiv, was man stets leicht erkennen kann, welches in seiner formalen Auflösung noch nicht so weit fortgeschritten ist. An ihnen wird formal also nicht die Dekonstruktion vollzogen, sondern ein anderes Stilelement, das bei Otto auftaucht. Die gestische schnelle Figuration. Der Schwung einer Linie, die in der einen Kurve mal Außenkontur ist und in der nächsten Kurve schon unter die Haut gelangt und Muskelgewebe umfasst. Ähnliches gilt für die Farbe. Mal zeichnet sie einen schmalen Lichtschimmer nach, mal ein ganzes Volumen, das sich erhebt. Unbändig und wechselhaft setzt Otto hier gekonnt verschiedene Malelemente zusammen.